Oh, und damit herzlich willkommen zur vierten Demo-Mission für Empires of the Undergrowth. Umzingelt! Bedrohliche feindliche Gruppen sammeln sich am Rand der Karte und greifen in Wellen an. Manche werden eigene Tunnel zu deiner Königin graben. Zufallselemente sorgen jedem Spiel für einen anderen Verlauf. Die Eindringlinge sind erbarmungslos. Überlebe möglichst lange, um eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Also schon wieder eine Survival-Mission. Interessant. Okay. Mal gucken, wie die jetzt ist. Das ist eine Survival-Mission mit... Heftig! Komm, je früher ich aufs Maul bekomme, desto früher bekomme ich aufs Maul. Dafür seid ihr doch auch da. Die letzten Missionen waren schon... Obwohl, die letzten Survival-Missionen waren am Ende schon übel. Es ist so viel freier Platz hier. Das heißt ja schon fast was von Tower Defense, wenn die jetzt hier von allen Richtungen kommen. Nur ohne Tower. Aber dafür mit sehr viel Defense. Nahrung, bitte. So. Es hieß, sie graben sich auch zu mir, ne? Von daher kann ich nicht mehr frei Schnauze sagen, wo jetzt die Front ist. Food has begun appearing in the map's edge. Ach, es kommt immer Nahrung nach. Interessant. Ah, die ersten Gegner. Ja, dachte ich mir, die kommen jetzt so hier und die laufen dann von selbst. Entweder laufen wir jetzt den festen Weg lang oder die werden... Ja gut, es hieß, dass sich im Laufe des Spiels auch immer wieder so Wege öffnen, ne? Hm, das wird auch noch interessant. Okay, machen wir mal so. Halt, stopp, so. Okay, gut, gut, gut. Dann haben wir hier den Start. Dann hätte ich hier gerne meine Kriege. Die werden wir jetzt auch brauchen, wenn ich mir anschaue, was hier so alles ist. Wir müssen jetzt mal wirklich ein bisschen loslegen. Die brauchen aber alle noch ein bisschen, wie es aussieht. Nee, halt. Es ist nicht mal so, dass sie mich jetzt angreifen. Die sind einfach nur hier, um die Nahrungsausgaben zu bewachen, kann das sein? Okay, 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 von mir aus. From me out is that so. Ich hole mir die Sachen dann trotzdem. Ihr geht schon mal los. Ah, ich sehe, hier gibt es keine festen Wellen, sondern wirklich einen Punkte-Counter, der so hoch geht. Je länger ich lebe. Interessant. So. Und hier noch einmal. Haben wir schon mal einen ganz guten Start. Blob. Dann würde ich gerne mal weiter hier hinten aufräumen.
Oh. Da werde ich angegriffen. Das sind eh nur zwei. Das kriegen auch meine Arbeiter hin im Falle. Aber ansonsten kommen meine Krieger mal schnell rüber. Ne, die haben hier nur patrouilliert, alles klar. Bin ich mal gespannt, was so an Random Events geplant ist. Oho. Schon mal größere hier. Warum ist da eine Nahrungslage vor? Ich würde schon gerade sagen, warum hole ich hier nichts mehr? Dann würde ich sagen, machen wir mal ein paar Upgrades. Bessere Ameisen sind unerlässlich auf lange Sicht. Ich glaube, so viele Arbeiter brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ich muss vor allem mit Kriegern jetzt hier den Weg freiräumen. Genau, ihr holt mal ran. Ja komm, ja, holt einfach mal ran. Ich hätte euch gerne noch weiter geupgradet, bevor ich rauskomme. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, wann kommen überhaupt die ersten Angriffe? Werde ich nur belagert oder was? Nee, nicht ganz. Ich sollte mich auch nicht zu sicher fühlen jetzt hier. Es kann auch wirklich sein, dass da mal hinten rum was kommt. Vor allem, weil es ja auch irgendwelche Random-Events und Zufallsereignisse geben soll. Random-Events oder Zufall. Das ist eigentlich das Gleiche, aber ihr wisst schon. Die Ameisen sind die undankbarsten Gegner. Die lassen nicht mal Nahrung für mich fallen. Aber sie beschützen die Nahrung hier. Die möchte ich haben. Die wird einfach mal dreist beansprucht. Ja, gib mal her. Gib mal fein her, den Fressi-Fress. So. Oder das Fressi-Fress. Oh, schon wieder voll. Ich muss die Nahrungslage mal upgraden. Sowieso wird das, so geht das doch nicht weiter. Eigentlich hätte ich Nahrungslager ein bisschen weiter vorne platzieren können auch. Vielleicht so da seitlich. Beziehungsweise je nachdem, wie weit ich das hier upgraden will. Ja, so hierher. Erstmal relativ schnell hier, wenn ich dann von meinen Raubzügen zurückkomme, um gleich Sachen abzulegen. Genau, macht mal weg.
So. Da oben ist nochmal gut Nahrung. Hier ist auch überall was. Oh, hallo! Strandläuferkäfe. Natürlicher Counter von Anakin Skywalker. I don't like sand. Ah! Okay, den einen krieg mal. Ah, der Rest kommt auch. Mist! Ach, die haben sich alle Nahrung. Ja gut, dann holt euch Nahrung und geht einfach wieder. Das ist okay, damit kann ich auch leben. Genau, jetzt haben wir sie angelockt. Hi. Oh, die buddeln sich wirklich durch. Die buddeln sich wirklich durch. Okay, wir brauchen noch eine zweite Krieger-Taskforce. Ich starte mir mal von hier. Auf Wände können wir nicht mehr vertrauen hier. Okay, wir brauchen einen Trupp, der rausgeht, um Nahrung zu holen, und einen anderen Trupp. Der auf die Königin aufpasst. Allgemein hinten die Flanke offen hält ein bisschen. Ja, Nahrung wird jetzt ein echtes Problem werden. Jetzt, wo ja alles verbraucht ist. Es ist wirklich eine aktive Belagerung, in der wir hier sind. Okay, geht mal rüber und holt euch da ein bisschen was. Versucht einfach dort durchzurennen und euch Nahrung zu grabben. So. Ich habe jetzt zumindest schon mal ein paar Königsgarden in der Hinsicht. Royal Guards. Sobald ihr hier fertig seid, kommt ihr mal hinter und helft mir mal gegen das Vieh, dass es hier meine Basis stürmen will. Okay, seid fertig, dann kommt mal zurück. Jo. Hier wird schwierig, bei einem Net Positive zu bleiben. Vor allem, weil so wenig Nahrung reinkommt. Da drüben ist ziemlich viel gesammelt, aber dass da erstmal richtig hinzukommen, ist schwierig. Obwohl, dafür habe ich meine neuen Guards. Jawohl, ich weiß nicht, ob die das schaffen. Nicht, dass ich euch nicht vertraue, aber eigentlich tue ich es nicht, ne? Also, ihr seid einfach noch zu wenige, um was auszurichten. In dieser grausamen Welt. Das hier drüben hätte ich halt gerne, muss ich gestehen. Oder hier. Hier wäre gut. Das wäre Norm. Wenn ich dann noch den einen oder anderen Strandläuferkäfer mitnehme, könnte ich noch sehr gut Strandlaufen. Genau. Ja, krieg ich noch ein paar Bonus. Bonus, Boni. Bonusse. Perfekt. 65. Das sind zwei hätte ich ungern gleichzeitig. Ich hätte gern nur einen. Gab es die Strandläuferkäfer quasi schon vor den Strandlevels oder gab es die.
Oh nein! Okay, das könnte mein Untergang sein. Ja, die folgen mir bis ins Nest. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Es wäre so oder so jetzt schon schwierig geworden ab diesem Zeitpunkt an. Schlicht und ergreifend, wenn jetzt langsam die Nahrung ausgeht und die Gegner werden immer stärker. Okay, jetzt, ich habe auch so einen harten Schwierigkeitsgrad ausgewählt, da bin ich selbst schuld, aber dennoch. Jawohl, ich glaube, das. Die sollte ich noch vielleicht down bekommen. Der eine ist down, dafür ist jetzt hier einer nachgekommen. Oh mein Gott. Nee, die Mission ist anders wild. Aber hey, wir haben ja schon eine Survival-Mission mal gespielt, von daher müssen wir uns jetzt nicht so rein vor. Aber ja, das, die machen mich jetzt ja platt. Wobei, vielleicht kriegen wir den noch down. Und dann könnte ich die Überreste einsammeln. Mit den Überresten könnte ich mich nochmal sammeln. Oder auch nicht, weil der Käfer denkt, er weiß es besser. Gut, ein paar Überreste habe ich. Vielleicht reicht das, um wieder was schlüpfen zu lassen. Ja, genau so. Vielleicht kriegen wir den ja noch down. Das wäre schön. Das sieht okay aus. Gut, dann bringt mal ran den Loot. Da kam jetzt halt ein bisschen viel auf einmal. Gut, ich habe jetzt auch mit dem Feuer gespielt, aber das ist auch das meiste Zeug, weil die anderen Stellen sind jetzt auch immer weniger lukrativ, muss ich sagen. Es ist schon tricky. Aber jetzt kommt mal das Zeug ran, sehr gut. Bringt mal her. Daddy hat Hunger. Dass wir das noch gepackt haben, nicht schlecht. Ich dachte, das ist aus. Und vorbei. So, da oben stürmen wir jetzt auch mal schnell noch. Hey, 10.000 Punkte haben wir. Wenn das mein Ziel gewesen wäre, hätte ich das geschafft. Immer wichtig, Ziele im Nachhinein zu stecken. Für die Sachen, die du in der Vergangenheit geschafft hast. Da kannst du schon mal nicht die Ziele unterbieten. Also, zack, 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 zack. Okay, ruhig bleiben und beobachten. Obwohl, komm, wir transportieren jetzt mal im großen Stil einfach ab. Jetzt gibt es hier einen großen Heist. Okay, wir müssen mal kurz zurück. Nee, müssen wir nicht. Okay. Niemand hat was gesehen und gesagt. Boah, jetzt haben wir gut Nahrung bekommen. Das hat sich gelohnt. Können wir tatsächlich mal die Kriegerkaste hier vollständigen. Fair, vollständigen. Fahr, leer. Ein paar Nudeln mal hier. Nudel. Okay. Mir auch gefällig nah. Wir holen uns mal hier. Das sieht gut aus. So. Einundzwanzig sind es mittlerweile. Die hier aufpassen. Ich werde auch gar nicht so oft angegriffen. Ich meine, die buddeln sich immer wieder durch. Ja, aber was soll's. Ist schon ein Schweizer Käse hier. Gehen wir mal rüber.
Warum habe ich... Hallo? Bleib mal hier. Ihr seid die Königsgarde. Ihr müsst aufpassen. Beschützt eure Majestät. Majestätisch. Wie der Crusader Geist sagen würde. Einmal Nahrung, bitte. Das sieht mir auch lecker aus. Das sieht mir nicht so lecker aus. Da müssen wir uns eben mal drum kümmern. So, macht mal euren Sprühangriff. Bitte, danke. Nice. So, jetzt. Angriff. Macht ihn weg. Macht es weg. Gleich viel besser mit den Stufe 3 Kriegern. Leute, ich wollte da noch die Nahrung haben. Kein Druck oder so. Ich mach da jetzt auf. Komm ich schneller hin. Fünfzehntausend. Noch mehr Käfer. Seid ihr alle noch wach? Weil irgendwie, ich merke gerade, dass ich ein bisschen in Trance bin. So ein bisschen so, nicht, dass ich sage, ich schlafe ein oder im Halbschlaf oder so, aber ich merke halt wirklich so gerade diesen meditativen Trance-Zustand, dass auch ein bisschen, einfach dadurch, dass ich hier so ein bisschen hin und her schaue und dass die, vor allem die Musik macht es hauptsächlich einfach. So, danach würde ich weiter schauen. Danach würde ich gar nicht mehr Ameisen machen. Dann will ich bloß noch gucken, dass ich upgrade. Die ich schon bestehend habe. Hier sammelt sich ein bisschen was. Holt mal ran, bitte. Der Symmetrie wegen machen wir das jetzt auch mal noch fertig hier. Können wir nicht mit angucken sonst. Aha. Oh mein Gott, sind das sind gar nicht mal so wenige. Leute, beeilt euch ein bisschen mit der Nahrung. Ihr werdet in der Heimatfront gebraucht. Ich glaube, wir schaffen das noch, aber wir brauchen halt wirklich die Nahrung. Oh oh. Oh oh. Beeilt euch wirklich ein bisschen. Oh nein, ihr werdet auf dem Rückweg aufgehalten. Oh, da ist sogar ein großer Teil meiner... Okay, das war's, glaube ich. Ich meine, okay, ich habe gleich mal Nahrung to go hier direkt vor der Haustür, aber... Ah, wir haben es geschafft. Jetzt haben die Nahrung halt größtenteils abgelegt. Nicht so geil, muss ich gestehen. Da kommen jetzt ziemlich viele von diesen Käfern hier rein. Erst recht nicht wirklich geil. Ich muss mir die Nahrung da hinten wiederholen. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Gebt Ruhe. Ich habe eine Truppe meiner Ameisen zu eurem Bau geschickt. Einfach Stronghold mit den auch viele Herzogen einfach in Empires of the Underground auf, ey.
Das Schwein ist selbst eine Ameisenkönigin, ey. Oh oh. Ja, das kriegt man noch weg, aber ich... Ja, okay, wir kommen nicht dran vorbei, jetzt hier durchzukämpfen. Mal gucken, ob es was wird. Was wird. Ich meine, wir machen schon gut Aua. Das sind also alles kleine Viecher. Die können wir alle gut abernten. Dann kommt mal ran und holt mal mit ran. Ach, du Scha... Oh, das könnte jetzt wehtun. Nicht nur könnte, es tut gewaltig weh. Arbeiter, bringt mir mal Nahrung, bitte. Schnell, ich brauche eine neue Welle. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen was nachgeschlüpft bekommen, das ist nicht schlecht. Ich muss hier durch. Ich muss zu der Nahrung. Ich muss da jetzt einen Double Down machen. Keine Wahl. Wir greifen jetzt mal mit allem, was wir haben, an. Jetzt, wo der AOE-Effekt da vorbei ist, kann ich auch mal die Stufe 1er Ameisen hinterher schicken. Wollte ich mich auch noch upgraden. Sollten wir überhaupt noch so weit kommen. Ihr tragt mir das jetzt mal alles nach Hause. Ganzen Spoils of War. Bitte ein bisschen schnell. Zum Glück ist das die Abgabestelle gleich hier ums Eck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich meine, wir spawnen wenigstens wieder nach. Das ist ein Start. Ach, ich wollte gerade sagen 130. Ne, da war die Null besonders. Ja gut, jetzt ist hier nicht mehr so viel. Nahrungstechnisch sind wir plus minus null gekommen hier. Geil. Aber es sind viel zu wenig Nahrungsmittel und zu hohes Risiko, die zu holen. Das ist echt nicht cool hier gerade. Oh Gott. Apropos nicht cool. Hi. Wart ihr schon immer hier? Ich krieg euch gerade ein kleines bisschen getrennt voneinander. Das ist gut. Vielleicht, dass ihr verwirrt durch die Gegend rennt, macht ihr das Problem nicht besser. Das down, bitte anfangen abzubauen. Beeilt euch. Hey, die 20k schaffen wir wohl noch. Danach bin ich glücklich. Ich werde nicht einfach beenden, ich werde einfach noch weiterspielen, solange wie es geht, aber ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir hier zusammen. Hier ist die Logistik ein viel größeres Problem. Wir kommen mit der Nahrung, kommen hinterher. Weil einfach so wenig reinkommt. Das liegt aber wahrscheinlich am Schwierigkeitsgrad. Wisst ihr was? Ihr kümmert euch mal hier rum jetzt. Ameisengruppe 2. Ich kann hier gerade den Norden nicht aufgeben. Na komm, wir schlagen uns hier mal durch. Hier ist nichts Großes, Gefährliches. Und die bringen mir auch nochmal Nahrung. Gibt's Nahrung, gibt's Nahrung? Ja, es ist mir jetzt genug Nahrung da. Oh mein Gott, nee, nicht euer Ernst. Wo kommen die alle her plötzlich? Oh oh. Oh oh. Es ist aber nur der... Okay, es ist nicht nur der eine. Jetzt bin ich hier oben durch. Oh mein Gott, da kommen noch mehr. Okay, er bringt einmal eine gute Spur Nahrung nach Hause und kommt dann zurück. Ich brauche hier wieder Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Oh, die klettern hier noch drauf und machen Peaks, Peaks. Nice. Okay, nice, 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 nice. Hallöchen. Kommt mal hoch. Nahrung ausstellen, hoch und kämpfen. Wir müssen alle kämpfen. Rohan Ameisen. Ah,
Ja, ihr müsst hier auch noch ein bisschen gegenhalten, bitte, während die hier oben Nahrung sammeln gehen. Dann müssen wir wieder zum Süden. Das sieht ganz okay aus. Jetzt müssen wir fast mal ein paar von diesen anderen Ameisen verbessern. Oh Gott, die kommen jetzt auch mal näher. Das wird jetzt wirklich eine aktive Belagerung. Da kreist sich hier die Schlinge um den Hals. Die schnürt sich immer weiter zu. Das ist schon ein wenig böse. Keine Nahrung sammeln, bitte. Ihr geht durch und hört euch noch die hier. Und Angriff. Schnappt ihr euch, Jungs. Oh mein Gott, was ist hier alles? Entschuldigen Sie bitte. Hey, das ist mein Abbaugebiet. Verschwindet! Kauft euch gefälligst eine eigene Lizenz. Mein Ameisenanwalt wird euch alle aus dem Untergrund rausverklagen. Ich sag's euch. Der Anwalt. Also dafür, dass ich schon vor, keine Ahnung, bei 5000 Punkten hätte drauf gehen sollen, als ich am Anfang da fast überwältigt wurde von den Käfern. Ich glaube, ich hatte mehr als 5000, aber viel weiter früher hätte ich drauf gehen können schon. Haben wir uns jetzt hier ganz gut gehalten, muss ich sagen. Jetzt kann ich zufrieden sterben. Es ist trotzdem so unbefriedigend, langsam zu sterben in Empires of Undergrowth, weil du wirklich so langsam siehst, wie dein Kartenhaus zusammenbricht. Wie du wirklich so langsam siehst, die Nahrung geht aus, die Kriegerströme lassen nach, du hast niemanden mehr. Gut, aktuell halten. Was ist denn hier los, ey? Wie siehst du denn aus? Was machst du hier? Alle Memes, die es gibt in der Ameisenvision. Hä? Wer kreischt mich hier so an? Das ist die neue im Bunde, die Kreische. Ja, ich traue mich jetzt auch nicht mehr raus. Was soll ich denn jetzt noch großartige Nahrung holen, wo ich nicht Minus mache? Ich kann es hier bloß noch vor mich hin vegetieren. Okay, wir haben 25.000 Punkte, damit gebe ich mich zufrieden. Aber ganz ehrlich, jetzt gibt es nicht mehr viel, wo ich machen kann. Ich meine, ich kann mir die Nahrung. Ja, komm, ich hole mir die Nahrung hier noch bei den Ameisen. Aber gleichzeitig kommen hier die wieder raus. Dann kommt ihr mal rüber und holt euch die Nahrung und ihr verteidigt hier weiter. Ich habe jetzt überlegt, ob ich einfach in die Masse reinjiete und mich töten lasse, mehr oder minder dann, indem ich die alle triggere. Bei 25.000, damit kann ich wirklich... Damit kann ich in Ruhe schlafen gehen, würde ich mal sagen. Nicht, dass ich jetzt schlafen gehen würde, aber ich könnte, wenn ich wollte. Das ist das Wichtige. Obwohl, die Musik bringt mich gerade wirklich in so ein bisschen... schläfrige Verfassung.
Hey, wir haben Nahrung gemacht, Leute. Guckt euch das an. Seht euch nur mein Werk an. Ich habe Nahrung gemacht. Immer wenn ich denke, ich bin jetzt am Ende, kommt nochmal irgendein Wunder und ich bin wieder im Spiel. Total weird. Spiel, hör auf, sowas zu tun. Ah, neue Käferchen. Die kommen jetzt auch immer näher. Und nicht nur die. Ich wüsste jetzt auch wirklich nicht mehr, wo ich... Ja, da, nee. Das, obwohl, wenn ich hier einen Tunnel lang grabe, könnte ich mir das vielleicht sogar holen. Oder auch nicht, weil ich zwischenzeitlich angehört, die Käfer kommen jetzt näher. Das war aber fast abzusehen. Macht mal weg, bitte. Vielleicht hole ich die mir mit diesem Ameisentrupp. Der Dreier. Hier bekomme ich zumindest meine Kosten zurückerstattet. Ich bräuchte die Sanitätsameisen. Die Madabili Ants bräuchte ich hier, bitte, danke. Meine Sanitäte. Jetzt hört halt mal auf, immer meine Versorgungslinien abzufangen. Das ist unhöflich. Ich glaube, ich schaffe sogar die 30.000 Punkte. Aber damit bin ich jetzt zufrieden, ganz ehrlich, weil... Ja. Ich meine, wir sind schon über 2 Stunden am Aufnehmen. Ich dachte, dass es doch so lange zieht mit den beiden Missionen. Aber irgendwie stehe ich dann hier und denke mir, hey, vielleicht komme ich ja sogar noch weiter. Das ist gemein. Das Spiel soll mal aufhören, mich so zu verleiten, weiter zu spielen. Jetzt kommt doch einfach mal mit allem, was ihr habt, dass ich meinen Last Stand machen kann. Oh Gott, kommen jetzt hier noch viele Gegner. Wollt ihr mal kurz erwähnen, wie pui-bär das alles ist? Das hier ist halt wirklich der absolute Abschuss, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben nochmal neue Nahrung bekommen, aber... Kann man sich streiten. Ob das jetzt gut ist oder nicht. Hallo. Ja, guck mal an. Die Nahrungslager sind wieder voll. Ich hätte gern ein paar mehr Dreier. Und bessere Ameisen wären auch nicht schlecht. So. Ja, das da oben links ist einfach nur eine absolute Todeszone. Ich habe gar keine Ahnung, wie die überhaupt noch leben und existieren können, so wie die sich hier pressen. Das werden vielleicht schon Käferbriketts. Ach du liebe Zeit. Oh, ich habe ja noch meine Arbeiter. Nein. Ah, da kommen gleich noch ein paar Käfer. Ja, okay, jetzt wird es langsam ekliger. Jetzt kommen sie nämlich von mehreren Richtungen gleichzeitig. Ich meine, erstmal kommen sie nur hier unten, aber die hier oben sind auch gleich da. Ja gut, langsam werden es ein bisschen viele von diesen Käfern. Ich meine, ich kriege sie noch abgewehrt, so ist es nicht. Aber wenn jetzt noch mehr kommen, wird es schwieriger. Vor allem noch die da oben dazu. Ja, komm. Ich lock die jetzt an.
Das mache ich ganz clever. Ich mache hier einen Tunnel. Weil es jetzt quasi einfach noch länger überlegen, aber das ist jetzt auch so wieder sehr vom Zufall überlassen, ob jetzt Gegner reinkommen und wann. Und die Punkte bringen wir jetzt im Grunde auch nichts. Wir haben auf jeden Fall gesehen, wie die Mission aufgebaut ist und was wir alles machen können. Und ich hänge die ganze Zeit so am Hungertuch. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Halt wirklich, ohne Scheiß. Nein! Die waren noch gerade mit Buddeln fertig. Das kannst du nicht tun. Das kannst du mir nicht antun. Alter, ich wollte das Spiel beenden. Du kannst mich doch... Der blockiert das jetzt hier. Der will nicht, dass ich die Mission beende. Kann man jetzt sagen, dass er mir beim Gewinnen hilft, weil er mich nicht verlieren lässt? Ich weiß es nicht. Hier, hallo. Kommen Sie bitte alle. Das Buffet ist eröffnet. Feinste Ameisenware aus der Umgebung. Oh, jetzt kommt hier ein bisschen was. Komm, machen wir unseren Last Stand. Ihr geht mal dahinter und fightet einfach, was geht. Ihr geht darüber und fightet, was geht. Und ich, lass mich mal von den Käfern vergenussferkeln hier in der Zwischenzeit. Alles klar, alles klar. Oh nein, sie sind durchgebrochen. Wie konnte das passieren? Oh, 33k ist ein schöner Wert. Wenn wir das noch haben am Ende, ist alles gut. Besser ist jetzt dann doch mit einem Ruck zu beenden, als jetzt so langsam vor mich hin zu siechen und zu sterben langsam. Wegen immer knapper werdender Nahrung. Dieses Gefühl ist bei Empires of Undergrowth richtig eklig, wenn das so langsam zugrunde geht. Dieses langsame Gefühl der Machtlosigkeit. Okay, dann haben wir damit alle vier ursprünglichen Demo-Missionen des Spiels gesehen, als das Spiel noch in der Alpha war. Die anderen Missionen sind dann schon im späteren Zeitpunkt, als dann schon Content da war. Von daher werden die so, wie es auch schon in der Beschreibung steht, eher in die Richtung gehen, wie man das Spiel so von der Release-Fassung kennt. Alles klar? Das war die Mission. Wie hieß sie nochmal? Sag mal her. Dieses... Ganz ehrlich, bei diesem Geräusch, ich muss immer, ohne Scheiß, jedes Mal, wenn ich das höre, möchte ich mal ganz kurz sagen, an diesen einen spanischen Comedian, der leider mittlerweile verstorben ist. Ihr wisst, wen ich meine. Der mit der Lache. Der mit dieser unglaublich markanten Lache, der fast für alle Memes hergenommen wird, wieder lacht. Genau dieses, das hört sich genauso an, wie der so zwischendurch lacht. Ohne Scheiß, ich denke das jedes Mal. Ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige. So, umzingelt haben wir fertig, so hieß das. Wir haben bloß noch die Feuertaufe und das Globe der Land, dann haben wir die Demo-Mission durch und dann können wir uns mal wirklich an die zusätzlichen Level wagen, von denen wir einige haben. In der Zwischenzeit könnt ihr mir gerne sagen, auf welchen Schwierigkeitsgrad ihr die Level sehen wollt. Ich bin ja für schwierig. Wenn viele es unglaublich herausfordern wollen, könnte ich mich vielleicht für extrem überreden lassen, eventuell. Für Leute, die schon mal gespielt haben, können mir ja mal sagen, auf was mich vom Schwierigkeitsgrad erwartet. Ob es eher wie Akt 5 ist von der Kampagne oder doch eher ein bisschen fairer wie die anderen Akte. Könnt ihr mal gerne sagen. Vor allem 5.1. Was schwierig wäre, um gut durchzukommen. Extrem wäre für eine Challenge, aber je nachdem, wie stark die Missionen sind, hoffentlich haben wir nicht wieder so ein Ding, wo es heißt, ja, jetzt hast du eine Stunde gespielt, bitte mach nochmal von vorne. Ja, könnt ihr gerne sagen, was ihr gerne haben wollt. Und für die Leute, die schon gespielt haben, könnt ihr mir mal sagen, wie ihr den Schwierigkeitsgrad hier einschätzen würdet. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns erstmal noch bei den letzten zwei Demo-Leveln, die Feuertaufe und das gelobte Land. Bis dahin, bye bye.